Morgen, liebe Pfeifenfreunde aus Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Hier noch ein Video von mir auf Deutsch. Und ich will heute berichten über meinen Besuch nach Tabakfabrik Roth in Beinmühl am See, an der Halwiler See im Kanton Aargau. Und was für ein schönes Erlebnis das war. Ich war begrüßt von Evelyn und Mario Kunzkiller und die sind die Inhaber der Fabrik. Jetzt, das Video ist etwas lang und von dem her möchte ich nicht zu lange reden. Ihr seht eigentlich vom Video alles, was da zu erfahren ist, aber es war eine der schönsten Erlebnisse von meiner 3 Jahren bei Pfeifenrauchen. Wirklich zu sehen, was es braucht, um Tabak für Zigarren sogar und auch Pfeifentabak bis zum Fertigprodukt zu produzieren. Absolut fantastisch. Nur kurz über, was ich hier rauche und womit. Ein Andreas Witschi Pfeifer. Ich lasse ein paar Fotos, dass ihr das besser sehen kann. Andreas Witschi ist einer der längsten Pfeifenbauer in der Schweiz. Macht hervorragend akkurat und perfekte Pfeifen, gedrillt und auch von der Breuerqualität. Ihr seht es dann in den Fotos. Man kriegt ein ganz schönes Säckli hier dazu. Und das habe ich in natürlich die Tabakfabrik Roth gekauft. Wie auch hier 3 schöne Beispiele von ihren Pfeifentabak. Und was rauche ich im Moment? Die Alpler Tabak. Ein wunderschöner Tabak. Das ist meistens aus Burley in Virginia, aber 100% von Schweizer Anbau. Schwer zu glauben, ja. Tabak wächst in der Schweiz und sehr gut. Und dieser hat so eine Sorsierung von Honig und Melasse und vor allem Huflattichblättern. Die wachsen hier in der Schweiz und das verleiht ein süßer, angenehmer, fruchtiger, so wie Aprikosen, sagen wir so. Und ich muss sagen, es ist extrem angenehm. Zwei anderen, die komme ich dazu am Schluss. Und jetzt hier das Video, die ich gedreht habe. Viel Spaß. Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu meinem Video. Jetzt sind wir im Gebäude und jetzt sind wir mit Mario Killer und Evelyn Kunz, die Inhaber der Fabrik. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren über die Unternehmen. Schon seit 60 Jahren, glaube ich, gibt es Tabakfabrik Roth. Und wie hat das alles begonnen und was ist eigentlich über diesen 60 Jahren passiert? Ja, also 1960 hat mein Großvater die Tabakfabrik von einem gewissen Sutter, Vornamen weiß ich nicht mehr, abgekauft. Also die Maschinerie und das Grundwissen damals hat er übernommen von einem Sutter. Der hat schon länger das gemacht, wie lange weiß ich auch nicht mehr genau. 1960, wie gesagt, hat er es gekauft im Elternhaus in Halwil. Und das war damals nur eine Pfeifentabakproduktion und nebenbei hat man noch in einem Nebenzimmer ein wenig Stumpen gerollt, aber das eher im kleineren Stil. 1992 hat dann mein Vater und meine Mutter
sind dann eingestiegen in die Firma des Großvaters und dann haben sie das weitergeführt. Bis zum heutigen Tag, da sind wir die Chefin. Nein, 2007 ist dann, wir sind ja hier im ehemaligen E3 Zigarrenfabrikgebäude. Die E3, die hat für uns damals viele Stumpen und Zigarren hergestellt und da die E3-Herren auch alle in die Pension gegangen sind und keine Nachfolger hatten, die es übernehmen wollten, haben wir, oder besser gesagt mein Vater noch, meine Mutter, sich entschieden, die Maschinen zu kaufen und das weiterzumachen. Und somit hat es eine Fusion gegeben zwischen der Tabakfabrik Roth und der E3. Damals noch an zwei Standorten. Und 2007 hat sich dann herauskristallisiert, dass wir die Tabakfabrik Roth von Hallwil hier nach Beinwil nehmen, weil halt einfach das Gebäude größer ist, die Zufahrten besser und in Hallwil war es nicht mehr machbar, weil die Bahnübergänge, unbewachte Bahnübergänge dann geschlossen wurden und keine Zufahrten mehr für Lieferwagen und Lastwagen gewährleistet waren. Dann hat es zwar noch ein paar Jahre gedauert, bis der Plan dann umgesetzt worden ist und in 2020, jetzt während der Corona-Zeit, haben wir die Maschinen und alles hierhin gezügelt. Und seit da sind wir hier. Machen tun wir eigentlich immer noch dasselbe wie mein Großvater. Wir haben die Grundpfeifentabake, die wir herstellen. Was mein Vater damals eingeführt hat, 1992, ist noch der Zigaretten. Dreh- und Stopftabak und ab 2007 ist die Zigarrenkonfektionierung noch dazu gekommen. Das heißt, wir schneiden, kerben, zellophonieren und beringen Stumpen und Zigarren. Und ich glaube, Sie sind eine der wenigen oder vielleicht die einzige in der Schweiz, der eigentlich rückwärts integriert bis die Züchtung Tabak und die Produktion, der ganze Weg bis zum Fertigprodukt, bis Stumpen, Zigarren und auch Pfeifentabak. Ja, also den Rohtabak züchten wir nicht selbst. Mhm. In der Schweiz wird der Rohtabak von Schweizer Bauern angebaut. Ja. Und kommt dann an eine zentrale Stelle in Bayern, die Fermenta, und wir kaufen dann über die Schweizerische Tabakanbaugenossenschaft kaufen wir den Rohtabak ein. Okay, ja. Aber es ist in der Schweiz gezüchtet, weil ich wusste eigentlich, war mal in der Pfalz in Deutschland, da machen sie auch Tabak, sehr viel für Shisha und Zigaretten und so, aber die Stumpenproduktion, glaube ich, ist kaum mehr zu finden. Da gibt es zwei, drei, glaube ich, Hobbyproduzenten von Stumpenzigarren. Mhm. Aber die großen Häuser, die früher vor 100 Jahren viele waren, die sind weg. Aber es ist faszinierend zu wissen, dass man eigentlich noch in der Schweiz Tabak züchten kann. Ich dachte, die Temperaturen waren ein bisschen vielleicht nicht warm genug wie in Virginia oder die Südstaaten Amerika, aber das stimmt nicht. Es wächst eigentlich gut hier. Ist der Schweizer Tabak eigentlich ein sehr guter Zigaretten- und auch Pfeifentabak ist, aber kein Zigarrentabak. Also mit Schweizer Tabak wird keine Zigarre und kein Stumpen hergestellt, aber Pfeifen und hauptsächlich Zigarettentabak. Das hat damit zu tun, dass die Tabakblätter, die sind auch zu grob und der Burley, der hier angepflanzt wird, der ist einfach extrem stark. Also und für Zigaretten und Pfeifentabake, die ja aromatisiert und zum Teil auch ausgelaugt werden, eignet sich der hervorragend. Das Blatt ist robust, ist gut verarbeitbar, aber man könnte jetzt keine schöne Zigarre rollen damit. Und in Zigarren hat es ja auch verschiedene Tabäcker und
in der Schweiz wird ja nur der Börli, also als dunkler Tabak angebaut und das reicht nicht. Mhm. Aber trotzdem, diese zwei Sorten haben es jetzt zu einer Qualität gebracht, die nahezu mit den ausländischen Tabaken mithalten kann, sofern sie wirklich für Pfeife und Zigarette verwendet werden. Ausgezeichnet. Und der Markt für Sie, für Unternehmen Tabakfabrik Rothe, ist hauptsächlich die Schweiz oder exportiert man auch an den Grenzländer vielleicht? Oder? Nein, wir produzieren schon hauptsächlich für die Schweiz. Ja. Wir haben teilweise Privatkunden, welche von Deutschland, Österreich, Frankreich mal eine Bestellung machen. Das können wir auch senden. Leider sind die Portokosten aus der Schweiz relativ hoch. Mhm. Mit dem Export in EU-Länder ist es leider nicht so einfach, weil die haben ganz andere Verpackungsvorschriften als wir hier in der Schweiz. Und das ist für uns als kleine Fabrik eigentlich das größte Problem. Mhm. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Sehen Sie dann, dass es anders heute ist? Oder ist immer noch der Stamm gleiche Art Person? Oder sogar in manchen Ländern Frauen fangen an zu rauchen, stumpfen oder sogar pfeifen. Und auch junge Leute, die Frage ist, welche Richtung bewegen die? Ist das alles Richtung Vaping wahrscheinlich? Oder drehen sie ihre eigenen Zigaretten? Also wir haben sicherlich noch einen Großteil unserer Kunden ist halt so die alteingesessenen ländlichen Leute, Stumpen rauchen, Zigarren rauchen oder Pfeifen rauchen. Aber der Markt hat sich dort schon auch gewandelt. Viele jüngere kommen und möchten plötzlich eine Pfeife kaufen, weil der Großvater vielleicht Pfeife geraucht hat. Gerüche lösen Erinnerungen aus. Ja. Und oft kommen sie und sagen, ja, der Großvater hat Pfeife geraucht, der Pfeifentabak, der hat immer so gut gerochen und ich möchte jetzt auch Pfeife rauchen. Und das merken wir schon, dass dort wirklich wieder so ein Wandel stattgefunden hat, auch was Zigarren anbelangt. Viele Leute steigen um auch auf Zigaretten drehen. Und auch bei den Frauen finde ich, also merken wir, dass dort der Anteil schon etwas höher geworden ist im Gegensatz zu früher. Ich bin oft erstaunt, wenn Kundinnen anrufen und sagen, ja, ich brauche meine Zigarren wieder oder meine Stumpen wieder. Ja, ja. Also was sich sicher auch gewandelt hat, ist die Art des Rauchens. Also zu Zeiten meines Großvaters haben wir noch viele Käsereien beliefert in den Alpengebieten, wo die Bergbauern die Milch gebracht haben und dafür Tabak mitgenommen haben. Und das waren Raucher, die haben von morgens um 6 bis abends um 10 nonstop geraucht. Also die Pfeife, die hing eigentlich 12 Stunden am Tag im Mund. Und auch bei den Zigarren- und Stumpenrauchern war es früher eher so, dass viel geraucht wurde, von morgens bis abends. Und das hat sich gewandelt mehr zum Genussrauchen. Also man raucht am Sonntag oder vielleicht nach einem guten Essen. Wir haben gerade über die Logistik diskutiert, die Verpackung. Und da ist auch man gefordert in dieser Industrie. Das ist sehr viel Aufwand, habe ich was gelernt heute. Wir sehen, das ist circa ein 1,5 Jahres Vorrat, also die großen Tabakverarbeitungsfirmen, die haben immer mehrere Jahre am Lager, damit sie eine,
Eine, wie sagt man? Ja, eine durchgehende Mischung, also eine stetige Mischung mit der gleichen Qualität machen können. Mhm. Ja, ja, falls es mal einen schlechten Jahrgang gibt, kann man diesen überbrücken und Gibt es Fehlschwankungen in die Ernte? Ja, also das gibt schon, vor allem, also was ein extremer Unterschied ist, ist der Alkaloidgehalt des Tabaks, also das heisst, die Nikotine und anderen Alkaloide, die da drin sind, die schwanken. Und da kann es schon mal sein, dass der Tabak halt in einem Jahr extrem stark ist und in einem Jahr extrem schwach. Und wenn man mehrere Jahrgänge am Lager hat, kann man das besser ausgleichen. Jetzt haben wir mehr Platz, also das wird früher oder später werden wir vielleicht auch mal noch ein paar Jahrgänge an Lager nehmen, aber wir sind ja erst seit Mai. Seit Anfang April jetzt hier mit der Produktion. Ja, okay. In Hallwil hatten wir einfach den Platz nicht, um mehrere Jahrgänge zu lagern. Trotzdem ist der Schweizer Tabak, muss man sagen, eigentlich recht gleichmäßig. Er hat Unterschiede, aber wir können das sehr gut ausgleichen. Und hier sind meistens die Pfeifentabake. Ja, genau, ja. Weil ich habe vor allem großen Interesse an Ihrer Sourcierung oder so, weil ich spürte aus von Ihrer Information im Website, dass Sie sehr geschickt mit natürlichen Aromamitteln, Honig, Melasse, gewisse Blätter, glaube ich, Blumenblätter, Alpenblätter benutzen Sie. Ja, und Tee, vor allem in der Schweiz mit solcher Kräuter und schöne Blumen da, Alpenblumen, das muss und Sie haben dann ein Produkt erwähnt, ich glaube, Sie haben schon eine. Ja, unseren Elbler Tabak, der hat Pfefferminzaroma und Huflattich, also Pfefferminz-Teeblätter und Huflattich-Teeblätter im Tabak drin. Und wird zusätzlich mit etwas Aprikosenaroma verfeinert. Und das gibt ihm so einen kühlen, fruchtigen Rauch. Und sehr viele Pfeifenraucher lieben diesen Tabak. Diesen Tabak, das muss ich auch etwas mitnehmen. Ja, und das addiere ich auf meine Liste. Ja. Mit den Zusatzmitteln, ja, der Honig und Melasse, die kommen aus der Gegend wahrscheinlich oder so. Ja. Schweizer Produkte auch wieder verwendet. Super. Ja, ja, Honig ist ja ein natürliches Konservierungs- und Feuchthaltemittel. Ja. Und deshalb verwenden wir Honig. Mhm. Also der Honig ist nicht unbedingt vonnöten. Also man könnte es einfach auch nur mit Melasse machen. Ja. Aber der Honig hat die Eigenschaft, dass er einen guten Geschmack noch bringt und zusätzlich noch leicht antiseptisch wirkt, also das heißt im Schimmel vorbeugend. Da hätte ich ein paar Fragen zu Ihren wunderschönen Maschinen hier. Die sehen. Ja. Die sehen alle für einen verschiedenen Zwecken. Jawohl. Also zuerst machen wir ja aus dem Rohtabak. Hier drauf wird er dann in den Wannen eingelegt und gewässert und ein Tag später wird er dann sausiert. Mhm. Und dann wird er nochmal einen Tag liegen gelassen, damit die Blätter die Soße richtig aufnehmen können und die Aromen natürlich. Und dann werden sie nass in die Schneidmaschine eingefüllt und das sind beides Schneidmaschinen. Diese Schneidmaschine hier ist ein Hauni KT400 von 1960, ist ein Guillotine, also ein Trommel-Guillotine-Schneider, der hat 5 Messer und der Tabak wird hier eingefüllt und wird mit dem Förderband nach vorne geführt und mit ca. einer Tonne Druck wird der Tabak zu Platten gepresst und vorne schnipseln dann die 5 Messer die Tabakplatte ab in verschiedenen Schnitte.
Und die Schnittbreite wird bestimmt mit der Geschwindigkeit des Förderbands. Also läuft das Förderband schneller, gibt es einen breiteren Schnitt. Läuft das Förderband langsamer, gibt es einen schmäleren Schnitt. Okay. Alternativ dazu haben wir diese Schneidemaschine. Die ist die älteste, die wir haben. Die ist von 1923. Nein, also die ist 97 Jahre alt. Funktioniert immer noch? Ja. Funktioniert nach dem ähnlichen Prinzip. Hier ist das Förderband und vorne wird es einfach mit Walzen zusammengedrückt. Und wir sehen gleich hinter Ihnen sind die Messer. Das sind da die Guillotine-Messer. Die werden dann vorne eingespannt. Hier vorne. Und die Tabakplatte, die auch gepresst wird, wird dann hier hinausgeschoben und die Guillotine schneidet dann die Streifen ab. Aha, okay. Und das System funktioniert genau gleich wie da. Also wenn man einen breiteren Schnitt möchte, macht man den Vorschub schneller vom Förderband, und wenn man einen kleineren Schnitt möchte, wird das Vorschub verkleinert. Das ist fantastisch, ja. Dass das noch so heute funktionsfähig ist, so viele Jahre, fast 100 Jahre, also das ist beinahe. Ne? Also nach dem Schneiden, also wenn das Schnittgut hier vorne rauskommt, das Förderband steht normal hier vor der Maschine, und dann füllen wir den geschnittenen Tabak in diese Eimer. Die haben genau 2 Kilo und Tara-Gewicht, und die Einfüllmenge ist dann 10 Kilo nass. Das ist so, wir müssen ja rechnen, wie viel Fertigtabak das es am Schluss gibt, weil am Schluss wird es nicht mehr gewogen. Wir wägen es beim Schneiden und dann ist es nass gewogen, und dann gibt es einen Umrechnungsfaktor, der die Feuchtigkeit berücksichtigt. Ja, also, nach dem Schneiden, wie gesagt, wird es in diese Eimer abgefüllt, und von hier wird es dann in den Trockner gelegt. Das ist ein Trockner. Ja, Trockner oder Röster. Also ist eigentlich nichts anderes als eine gasbeheizte Trommel. 1940. Ja. Auch ein Oldtimer. Aber die haben gebaut für die Dauer. Ja. Also das muss man sagen. Super. Und hier sehen wir die zwei Kamine. Also der mittlere Kamin ist der Abgaskamin vom Gas. Und der hintere Kamin ist eigentlich die Abluft des Tabaks. Ah, okay. Weil der Tabak dämpft dann die Feuchtigkeit aus, und dieses Gebläse saugt es dann ab, bis die gewünschte Feuchtigkeit erreicht ist. Und das sehen wir hier. Das ist die Trommel. Die wird dann heiß. Duftet gut. Ja. Und hinten ist ein Gitter, und da geht es dann zum Kamin, also zum Gebläse, der den Dampf absaugt. In der Regel herrschen hier drin ca. 60 Grad, mal mehr, mal weniger, kommt ein bisschen drauf an. Und also es darf nicht zu heiß werden, dass der Tabak nicht verbrennt, weil ein verbrannter Ecken und man kann die ganze Ladung kompostieren. Ja, und durch die Drehung wird eigentlich erreicht, dass der Tabak nie unten anbrennt und immer wieder umgewälzt wird und mit diesen Zinken mitgenommen wird. Und das Ganze wird so lange gemacht, bis der Tabak die richtige Feuchtigkeit hat. Und die richtige Feuchtigkeit wird mit dem genauesten Messwerkzeug der Welt kontrolliert, und zwar mit meiner Hand. Also ich fasse hier rein während des Betriebes, oder? Wenn das Gas läuft und das dreht, und dann nehme ich hier eine Probe raus, und wenn ich das Gefühl habe, jetzt, dann... Das glaube ich. Ich glaube, das ist eben eine Erfahrungsmessmethode, der eigentlich unschlagbar ist. Wenn denn der Tabak die richtige Feuchtigkeit hat, wird er herausgenommen, und dann geht er noch durch diese Maschine. Das ist eine Entstaubungs- und Auflockerungsmaschine. Wir füllen ihn hier oben ein, und dann kommt er hier vorne wieder raus. Und
Das ist eigentlich nichts anderes als eine Siebtrommel. Das heißt, hier drin rotieren Siebe. Sie sehen, und dann fällt der Tabak immer wieder auf das Sieb und der feine Tabakstaub und die feinen Krümel, die fallen durch das Sieb durch und die gröberen Teile, die werden nach vorne transportiert. Und somit ergibt sich dann unten in der Schublade der Tabakstaub, den wir auch nachträglich dann absaugen. Das ist dann das Produkt, das da im Sack drin ist. Und das hat den Vorteil, dass halt der Tabak am Ende weniger Krümel in der Dose hat und einfach die schönere Konsistenz hat. Und kann man den Staub verwenden? Ja. Ja, das ist dann das Nächste. Der Staub, den kann man verwenden für, kannst du erzählen? Also viele Hühnerbesitzer benötigen den Staub gegen die Geflügelmilben. Okay, ja. Das macht Sinn. Oder ich verwende den Tabakstaub im Garten. Ich mache eine Lauge daraus. Also ich koche den Tabakstaub mit Wasser auf, siebe den ab, lasse die Lauge auskühlen und benötige dann die Laube gegen Läuse an Rosen oder sonst Schädlinge. Eine natürliche Insektizid. Das genau. Ist genial. Also natürlich Nikotin war dafür von der Pflanze als Sekundarmetabolit entwickelt, um die Läuse und Insekten zu töten. Das ist natürlich genial. Wir haben hier die einzelnen geschnittenen Stumpen. Die werden dann von unserer Mitarbeiterin in diese Bündchen geschnallt, also das heißt mit einem Papierstreifen und einem Klebestreifen. Und dann haben wir hier unseren Spezialist, der die schönsten Bündchen der Welt macht und die in das Papier so einpackt. Das ist alles Handarbeit. Das finde ich sagenhaft. Also wie in den alten Zeiten sehen sie aus. Ja, die sind auch von da. Ja. Die Marken, wahrscheinlich, sie sind die einzigen, die die Marken noch produzieren. Ja, also diese Marke schon. Das ist der Shop, wow. Ja, genau, look at, das ist habe ich ein paar Bilder gesehen. Fabrikladen. Ah, ich müsste die Luft tief einatmen. Wow, look at this. Das ist ein super Tabakladen. Wirklich. Wow. Jetzt bin ich wie ein Junge in einem Schokoladenladen. Schau die schönen Zigarren und Pfeifen. Wow. Grüezi. Das ist fantastisch, ja. Ihr habt eigentlich ein grosses Sortiment von alles, ja? Ja, das ganze Sortiment ist so breit gefächert. Ich habe vor kurzem eine gekauft von Andreas Vici. Die haben auch seine Pfeifen. Ja, genau. Ja. Hervorragende Pfeifen, finde ich. Also, genau, das sind alles Pfeifen von Herrn Vici. Wow, look at these. Ja, ja. Ja, super Qualität und schön groß. Ja. Ja. Fantastisch, also weil das so Pfeifen machen natürlich gibt es auch nur wenige noch in der Schweiz. Teilweise hobbymäßig oder nur Teilzeit. Ja. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll, glaube ich, noch aktiv. Ja. Ja, leider gibt es nicht mehr so viele Pfeifenmacher, also vor allem in der Schweiz. Es gibt schon noch vereinzelt. Und es kommen jetzt, wie mit Herrn Vici, kommen da wieder Jüngere dazu, die finden, hey, das ist ein schönes Handwerk. Also es ist ja wirklich etwas Schönes mit dem Holz, das lebt irgendwie und was man daraus machen kann. Und jedes Holz hat wieder andere Eigenschaften. Und das ist für mich auch ein Objekt da. Ja, es ist ein schönes Objekt zu bewohnen als Kunst. Ja.
von eben der Holzarbeiten, eben die Mäserung hier, die schöne Muster, ja, von Bruyère. Deswegen habe ich so viele. Aber sie weiß es schon. Ja. Wow, look. Da ist das ganze Yabuka-Sortiment. Und Fischer und NFK, nur für Kenner. Ja. Das ist starker, glaube ich, oder? Ja, die sind eher etwas stärker. Ja, das ist fantastisch. So ein Auswahl. Das sind unsere Zigarettentabake, die wir produzieren. Kiehl's, das war mein Anfang von Schweizer Zigarren. Ja, die sind von Villiger, das sind halt auch populäre Stumpen, die wir einfach auch noch in unserem Sortiment anbieten, ja, weil das von der Kundschaft gewünscht wird. Jetzt hier die Hediges. Ja, die Hediger. Ihr habt, glaube ich, so irgendeinen Geschenkspack mit verschiedenen von diesen drin, oder so? Ja, ist die, dieser, also das ist das Sortiment Schloss Hallwil. Da hat es verschiedene Stumpen drin. Mhm. Und die Musterkollektion. Da hat es dann auch wirklich verschiedene Stumpen drin. Ja, dann da können sich die Leute mal durchprobieren. Okay, das ist mein erster Kauf. Das nehme ich ins Wallis für meine Verwandten. Und zur Weihnachtszeit versuchen wir da ein paar Stumpen dazu. Und jetzt muss ich nicht vergessen, weil das passiert mir jedes Mal, wenn ich denke, oh, das hole ich und das hole ich. Und dann vergesse ich das. Aber das Seetaler, ja, die Alpler, die Seetaler und die Dreimaster. Ja. 100 Gramm. Je 100 Gramm, okay. Seetaler, Alpler und Dreimaster. Und den Alpler in welchem Schnitt? Grobschnitt. Ich hab gelernt. Oder es kommt ein bisschen mehr flakeartig, ja? Ja, wir können sonst noch schnell die Schnitte anschauen. Ja. Nein, das habe ich irgendwie, ich habe immer so mittel oder fein. Das ist jetzt der Grobschnitt. Das ist aber der Maryland, aber den Elbler haben wir auch in diesem Grobschnitt. Ich versuche es. Okay. Ja, weil das ist die Logik ist da, das müsste eigentlich ein bisschen langsamer. Das ist eben mein Problem, mein Erzfeind ist der... Der Shag Cut, das ist so wie Straw. Mhm. Ja. Und dann wird es auch zu heiß. Ja, und oft wird dann der Tabak auch zu scharf zum Rauchen. Ja, es ist wahrscheinlich die Packung. Und ich lerne immer noch langsamer und langsamer zu werden. Aber es ist. Es gibt auch einen Pfeifen-Langsam-Rauch-Wettbewerb. Ja, aber ich werde sicher die Weltschlechteste in der Mannschaft. Ich wäre auch bei denen. Ich bin auch viel schneller. Immer. Also der Elbler im Grobschnitt und der Dreimaster. Ja, und die andere war der Seetaler. Seetaler. Genau, der Dreimaster möchten Sie in welchem Schnitt? Rein, Mittel oder Grobschnitt? Grob. Auch Grobschnitt. Ja. Ich glaube, ich habe was ganz Entscheidendes heute gelernt. Das, okay. Ribbon Cut ist nicht alles. Ja? Also, ja. Gut, dann mache ich das schnell bereit. Einen Moment, bitteschön. Jetzt starre ich noch ein bisschen an diesen schönen Pfeifen. Nun, das war fantastisch. Ja? Die Geräte und die Maschinen, die dazu notwendig sind. Und jetzt haben wir einen Einblick, in wie das, was das braucht. Ein Unternehmen von etwa 6 Personen produzieren alle diesen Produkten. Ich lasse den Link unten zu ihren Website. Die haben einen wunderschönen Webshop. Also ist grundsätzlich bedient die Schweizer Markt, aber für je nachdem, sagen wir für die Grenzländer, ist ab und zu was möglich. Ich habe auch da ein schönes
Sortiment von Stumpen. Die zeige ich hier kurz. Das kann man in eigenen Auswahlpack Stumpensortiment kaufen. Und die sind teilweise Marken, die seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen worden. Und man hat gedacht, das gibt es ja nicht mehr. Und aber bei Brot immer noch. Zum Beispiel Zigarren und vieles mehr. Habana. Oh, da haben wir ein paar Feuerzeuge gegeben mit meinem Käufer. Sie sind von dem her großzügig. Und die anderen Tabaker, die ich nicht erwähnt habe, ich habe hier Seetaler, natürlich für mich immer Aromaten. Und der Seetaler ist auch eine Virginia Burley Mischung mit Karamell- und Vanillasaucierung. Schweizer Anbau, Mittelschnitt 3,5 mm, da war kein Grobschnitt. Und dazu habe ich gekauft den schönen Dry Master. Und dieser Tabak ist mit Brandy, Burley Virginia Mischung, auch Schweizer Anbau, und hat Karamell, eine süße Note, und Zuckerrohrmelasse ist auch drin und Honig. Und das habe ich in Grobschnitt 9 mm bekommen. Ich freue mich, alle diesen Tabak zu probieren. Jetzt gerade bin ich bei dem Alpentabak. Nun, wenn ihr die Chance habt, am Bain-Wilhelmsee oder in der Schweiz zu sein, schau da vorbei. Die haben einen schönen Fabrikladen auch. Da waren Kunden hin und her, als ich dort war. Das seht ihr am Schluss der Video. Und die sind wirklich sehr freundliche Personen und ihre Produkte sind fantastisch. Alle Pfeifen, Feuerzeuge, Stumpen und Pfeifentabak. Kann ich nur empfehlen. Also vielen Dank für den Schauen und Ihr Geduld mit dem langen Video. Aber ich glaube, ihr seid einverstanden, dass es hat sich gelohnt. Schönen Tag alle. Habt ihr Sorg. Auf Wiedersehen.